Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kriegsspielfan. Ich sagen, wir starten rein mit dem Video. Let's go! Leute, heute gibt es nochmal ein neues Trading-Video hier auf meinem Kanal. Aber ihr könnt schon am Thumbnail bzw. am Titel sehen. Heute gibt es nochmal ein bisschen anderes Trading-Video und zwar mal eine Special Edition. Und zwar heute gehen wir mal auf die Feud Fantasy Karten drauf ein. Und hier habe ich einmal vier Karten rausgesucht, die auf jeden Fall Potenzial haben anzusteigen. Und da geht es einmal los mit dem Trimmel, den man gerne mitnehmen kann. Würde ich aber nur bis maximal 24.000 Coins mitnehmen. Einfach weil der schon wieder ein bisschen reboundet ist. Wir können sehen, der ist hier ein bisschen runtergegangen, ist jetzt hier wieder so ein bisschen angestiegen. Ganz, ganz wenig, aber jetzt halt schon ein paar Coins. Deswegen, ich würde den wirklich nur bis 24.000 Coins einmal mitnehmen. Sonst den Trimmel weglassen. Aber ich denke, der Trimmel hat am meisten Potenzial der Karten heute. Und zwar die nächsten Spiele von Union Berlin sind einmal gegen Wolfsburg, gegen Frankfurt, gegen Stuttgart. Dann hier gegen Dortmund, Bochum. Also ich denke mal, da können die auf jeden Fall mal einen Sieg holen. Ich denke, gegen Bochum sollte eigentlich ein Sieg drin sein. Entweder holen die noch 6 Siege. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal sehr krass für ein Upgrade. Da würden die nämlich ein Upgrade der Trimmel bekommen. Wenn die einen Sieg holen, dann kriegt der ein Upgrade auch dazu nochmal. Und wenn er dann noch durchspielt, beziehungsweise 6 Spiele am Stück spielt, dann kriegt er direkt nochmal ein Upgrade. Das kann natürlich sein, einfach weil die jetzt auch noch Pokal haben, dass der Trimmel da mal nicht spielt, dann würde das Upgrade theoretisch wegfallen. Aber ich denke mal, auf jeden Fall werden die mal einen Sieg holen, dann würde das auf jeden Fall schon mal zu einem Upgrade führen. Eventuell holen die ja sogar 6 Spiele. Oder der Trimmel hat sogar eine Torbeteiligung, was dann auch nochmal zu einem Upgrade führen könnte. Also er könnte am Ende theoretisch eine 90 haben. Aber ich denke mal so, dass er so eine 88 bis 89 haben werden könnte. Auf jeden Fall wird er dann auch so auf die 32.000 Coins zugehen. Was auf jeden Fall ein guter Gewinn dann ist. Also ihr könnt diese Karte sehr gerne mitnehmen. Natürlich könnt ihr die auch mit auf die V-Liste nehmen. Dann gehen vielleicht sogar jetzt schon ein paar Karten weg. Eventuell könnt ihr die auch mit auf die V-Liste nehmen. Dann würde ich die so anbieten, dass ihr pro Karte 1000 bis 2000 Coins macht. Das könnt ihr dann einmal auf dem Taschenrechner auf Footbin eingeben. Da gibt es so einen Taschenrechner. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. So, eine weitere Karte, die wir uns hier angucken, ist einmal der Fernando, der aktuell halt schon relativ teuer ist. Den würde ich so bis 48.000 Coins einmal mitnehmen. Wir können uns nämlich die nächsten Spiele einmal von Sevilla angucken. Und zwar, das ist hier erstmal die Tabelle, und zwar, die sind aktuell 17. Was leider nicht so krass ist, aber die nächsten Spiele sind jetzt auch nicht allzu krass. Einmal gegen Almeria, gegen Getafe, dann hier noch gegen Celta, gegen Valencia. Also es sind nicht die krassesten Spiele auf jeden Fall. Ich denke mal, ein Spiel können die auf jeden Fall gewinnen. Wenn die dann eins holen, hat er schon eine 89. Wenn er dann noch durchspielt, hat er schon eine 90 und er spielt halt fast jedes Spiel auf jeden Fall, was auf jeden Fall sehr, sehr förderlich ist. Wenn sie dann noch theoretisch 6 Spiele gewinnen sollten, was aber nicht so und was nicht so wahrscheinlich ist, dann wäre er auf einer 91 und wenn er noch eine Torbeteiligung hat, was nicht so selten ist als ZDM, dann wäre er auf einer 92 und wäre auf jeden Fall sehr, sehr teuer, würde dann so ungefähr aufs Doppelte steigen. Also die Karte kann man theoretisch auch gerne mitnehmen. Ich denke, bei der ist auch alles möglich auf jeden Fall. Aber natürlich kann es auch passieren. Es ist immer ganz, ganz wichtig. Das sage ich auch schon mal vorab. Deswegen sage ich auch immer dazu, dass ihr die mit auf die V-Liste nehmen könnt. Weil auf der V-Liste gehen manchmal Karten auch einfach direkt weg. Und wenn die Karten dann sinken sollten, dann habt ihr eure Karten jetzt schon theoretisch verkauft. Also das ist halt wie gesagt immer das Risiko, dass absolut Fernando oder keine Ahnung Sevilla kein einziges Spiel gewinnen sollte, Fernando kein Mal spielen sollte, weil er sich jetzt verletzt oder so. Da ist natürlich immer das Risiko, dass das eintritt und dann wird er auf jeden Fall sinken. Das ist ganz, ganz wichtig, das möchte ich jetzt nochmal betonen. Aber wenn das hier zutritt, was ich hier sage, dann wird diese Karte auf jeden Fall sehr, sehr stark ansteigen. Dann jetzt hier die vorletzte Karte ist der Benrahma, der aktuell in der Premier League bei West Ham United spielt. Hier können wir uns auch nochmal angucken, ist jetzt auch nicht die krasseste Position des West Ham United Vereins, aber wir können uns auch hier schon mal angucken, es sind jetzt auch nicht die krassesten Spiele, dass City einmal verschoben wurde, theoretisch könnten die hier auf jeden Fall auch nochmal gewinnen, sollte er hier jetzt auch nochmal gewinnen einmal, wird er auf eine 90 steigen, dann auf eine 91 halt, wenn er noch eine Torbeteiligung hat, wenn die 6 mal gewinnen sollten, was aber denke ich hier auf jeden Fall sehr, sehr unwahrscheinlich ist, wird er auf eine 92 gehen. Und dann noch auf eine 93 sollte er
theoretisch noch durchspielen. Eventuell tritt es 1 ein. Ich denke, hier ist so ein bisschen risikoreich, da einfach West United aktuell nicht so stark ist. Und die Gegner sind in Ordnung, aber ich denke auf jeden Fall mal bei Sevilla ist sicherer, beziehungsweise beim Fernando ist es sicherer, dass sie da eher ein Spiel gewinnen, als jetzt hier bei West Ham United. Und zum Schluss habe ich noch eine letzte Karte, und zwar den Angelino, den man auch gerne noch mitnehmen kann, bis 33.000 Coins. Wir können uns nochmal angucken, Hoffenheim, denke ich, wissen leider viele, dass Hoffenheim aktuell nicht so stark sind, sind auf dem Relegationsplatz 16. haben alles verloren, aber die nächsten Spiele sind auch nicht so krass, was auf jeden Fall vom Vorteil ist. Die spielen hier einmal gegen Freiburg, dann jetzt gegen Hertha, gegen Werder, gegen Schalke, gegen Bayern, gegen Köln. Ich denke mal gegen Schalke und Hertha könnte auf jeden Fall alles möglich sein. Da könnten die auf jeden Fall mal ein Spiel gewinnen. Ich denke, dass die 6 Spiele eher nicht gewinnen und dieses Upgrade dann wegfällt. Aber ich denke, einmal sollten die auf jeden Fall gewinnen. Und Angelino ist ja auch ein sehr, sehr krasser Spieler. Ich denke, der wird auf jeden Fall auch noch in der Startelf stehen. Bedeutet, dann hätte er auf jeden Fall 2 Upgrades. Wäre auf einer 89 und würde schon mal um 7.000 steigen. Und wenn er noch eine Torbeteiligung hat, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist als Linksverteidiger. Man hat natürlich oftmals, ist man auch vorne halt, weil man hinterläuft oder so oder eine Flanke reingibt. Dann hat er nochmal ein weiteres Upgrade und wäre dann auf der 90. Wenn sie natürlich 6 Spiele noch gewinnen sollten, was aber sehr unwahrscheinlich ist, wäre er auf einer 91 und würde auf jeden Fall sehr stark explodieren. Weil ich denke, beim Angelino werden nicht so viel investieren. Einfach weil alle sehen, Hoffenheim ist aktuell Relegation. Und da denken sich viele, nö, die gewinnen auch kein Spiel. Und deswegen investieren nicht so viele in Angelino. Aber wenn dieses zutritt, dann wird der auf jeden Fall sehr stark ansteigen. Und ja, das war kurz heute mal ein Einblick in die Feud Fantasy Karten. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Da gibt es nochmal was zu Investitionen und so weiter. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Like, Abo da. Haut rein. Und damit, ciao, ciao.